Ja, und über mögliche Öffnungsstrategien wollen wir jetzt auch sprechen. Großes Thema heute natürlich das Saarland als Modellprojekt, das dann nach Ostern tatsächlich den Shutdown beendet. Und auch Städte bei uns in der Region bereiten da etwas vor wie Landau. Ich darf den Oberbürgermeister Thomas Hirsch begrüßen. Ihnen einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend aus Landau. Jetzt erstellen Sie auch gerade ein Schnelltestkonzept. Also ähnlich wissen wir ja hier auch in Tübingen. Also es geht darum, dass man wieder die Außengastronomie, den Einzelhandel dann langsam öffnet für Ihre Bevölkerung. Wie konkret ist das schon bei Ihnen? Ja, wir haben ja schon letzte Woche angefangen, indem wir das Testen für alle deutlich ausgeweitet haben mit 7 Tagen die Woche und ganztäglichen Möglichkeiten. Darüber hinaus auch immer mehr mit ehrenamtlichen Rettungsorganisationen beispielsweise versuchen, die Testangebote noch weiter auszurollen. Jetzt bereiten wir uns auf die Möglichkeit vor, in Rheinland-Pfalz, die es seit gestern gibt, Modellkommune zu werden, das heißt spezielle Bereiche auch nochmal zu öffnen. Wir wären sehr daran interessiert, für den Sport was zu tun. Und dann müssen wir dort natürlich auch zusätzliche Testkapazitäten aufbauen. Sind wir im Moment dabei, zum einen mit Vertretern von Unternehmen, zum anderen aber eben auch nochmal mit unserer eigenen Manpower und Womanpower. Ja, steht und fällt das alles, wie Sie auch schon sagen, mit den Schnelltests. Wie läuft da der Beschaffungsprozess ab? Wie funktioniert das alles? Ja, im Moment tatsächlich noch einigermaßen unproblematisch. Wir bekommen Zuteilungen des Landes über das Testen für alle. Wir haben aber auch eigene Beschaffungsstrukturen aufgebaut über unseren Katastrophenschutzstab. Das funktioniert recht gut. Man muss natürlich davon ausgehen, wenn das Testen jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt, was ja richtig und wichtig ist, dass dann natürlich auch wieder eine gewisse Nachfragesituation auf dem Markt zu einer Verknappung führt. Wir kennen das alles ja schon vom Desinfektionsmittel vor einem Jahr oder auch von der Maskenbeschaffung. Insofern wissen wir jetzt auch ein bisschen, wie wir frühzeitig reagieren können auf mögliche Engpässe auf dem Markt. Wie sehr schielen Sie da auch immer wieder auf die Inzidenzen, die ja bei Ihnen relativ niedrig sind, 30, 34 ungefähr, im Vergleich also zum Bundesland oder auch zu unserer Region, ja, sind Sie ja da gut dabei. Ja, leider ist die Inzidenz ja nach wie vor das Hauptaugenmerk, auf das wir schauen müssen. In Rheinland-Pfalz ist bei 100 endgültig Schluss. Das Land liegt im Moment bei 93,6. Wir sind eine der wenigen Kommunen noch unter 50 mit 34, haben deswegen auch die Möglichkeit, uns für dieses Modellvorhaben letztlich zu bewerben. Aber am Ende ist es vielleicht so, dass wir unsere Bewerbung fertig haben und das Land liegt bei über 100 und dann wäre gar nichts möglich. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute für Landau, für Ihre Bürger, auch für dieses Konzept. Herzlichen Dank, Thomas Hirsch. Dankeschön, alles Gute.